Hallo und herzlich willkommen zu Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meine asiatisch angehauchte, feurige Kürbissuppe mit Ingwer, Möhren und Kokosmilch vorstellen. Und die machen wir heute mal in der Cook for Me. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja, alle Zutaten liegen bereits bereit, die ich für meine feurige Kürbissuppe brauche. Und zwar brauchen wir zunächst mal, ja, das ist ja keine Überraschung, ne? Natürlich einen Kürbis hier. Genaue Angaben wie immer in der Infobox. Sie hat, glaube ich, jetzt ein gutes Kilo hier roh, also noch nicht ausgehöhlt. Wir brauchen natürlich Möhren hier für unsere Suppe. Wir brauchen Ingwer, ordentlich Ingwer. Wir lieben Ingwer. Ingwer mega gesund, also schön viel Ingwer. Und wir brauchen noch eine Zwiebel, so eine mittelgroße. Das erstmal an festen Bestandteilen. Das Ganze werden wir würzen, schön feurig mit Chiliflocken, die ihr hier seht. Wir werden außerdem Sambal Oleg dazugeben. Also ihr merkt, die beiden Sachen hier, das ist schon ordentlich. Ne? Also wer es nicht so scharf mag, nimmt jeweils die Hälfte. Und ein bisschen Currypulver, das finde ich passt auch noch gut dazu. Und ganz zum Schluss werden wir das Ganze ein bisschen garnieren mit Koriander, den ich hier noch ein bisschen hacken werde. Ja, was haben wir an Flüssigkeiten? An Flüssigkeiten kommt in unsere Suppe eine Gemüsebrühe hier. Eine Instantbrühe habe ich jetzt heute mal genommen. Dann werden wir Kokosmilch noch dazugeben. Und um das Ganze noch ein bisschen frischer zu machen, kommt noch Orangensaft dazu. Ja, dann haben wir, glaube ich, alles angesprochen. Ja, nachwürzen, vielleicht noch ein bisschen mit Pfeffer, wenn wir es denn noch brauchen, und mit Salz. Und außerdem brauchen wir noch so ein ganz bisschen Olivenöl zum Anbraten nachher für den Kürbis. Und ja, das war's auch schon. Und dann kann ich, glaube ich, loslegen mit der Zubereitung. Ja, ich fange mal an mit dem Kürbis. Den wollen wir natürlich als erstes mal bearbeiten, damit wir den in unseren Topf kriegen. Das hier ist ein Hokkaido-Kürbis. Und ihr wisst vielleicht, beim Hokkaido-Kürbis müsst ihr die Schale nicht entfernen. Also ihr müsst das Ding nicht schälen, sondern ihr müsst ihn nur klein kriegen. Das ist ja auch schon erstmal Arbeit. Aber ihr könnt die Schale mitessen. Und das macht ihn natürlich super einfach zu verarbeiten. Das mache ich jetzt mal auch. Und dazu brauchen wir schon ein gutes Messer. Und da habe ich mir jetzt hier mal so ein, boah, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Rumbo-Messer. Ne, habe ich jetzt letzte Woche bei der Infa hier in Hannover auf der Hausfrauenmesse erstanden. Das blaue Wunder, ne? Unkaputtbar angeblich, macht alles mit. Oh, ich glaube, für diesen Zweck hier ist das genau das Richtige. Und dann greife ich mal den Kürbis an. Ja, immer wieder ein Erlebnis, Kürbisknacken. Ja, also... Hier, das blaue Wunder hat sich ganz gut geschlagen. Und jetzt wollen wir natürlich zunächst mal hier die Kerne, Stroh hier entfernen aus dem Kürbis. Denn das brauchen wir nicht, das können wir nicht essen. Und die Kürbiskerne wollen wir auch nicht trocknen hier heute mal nicht. So. Und ich nehme dazu mal so einen großen Löffel. Ich denke mal, das ganz gut entfernen kann. So, ihr seht. Das geht einfach, ne? Das ging gut. Den Koriander mache ich erst kurz vorm Servieren, damit der nicht völlig ausderzelt. Und da können wir auch schon anfangen jetzt mit der Cook for Me als nächsten Schritt. Dann machen wir die Cook for Me mal an. Und wir wollen hier manuell arbeiten, also auf manuell. Und wir wollen klassisches Garen, also noch nicht unterdrückt, sondern erstmal klassisches Garen haben. Also klassisches Garen. Und da die höchste Stufe, ja, Stufe 3, also rechts rüber und bestätigen. Ihr seht, die Cook von mir hat sich gemeldet. Also sie ist also jetzt bereit. Dann geben wir jetzt mal ein bisschen Olivenöl rein. Ist auch heiß genug. So. Jetzt braten wir erstmal hier unsere Zwiebeln und
den Ingwer ein bisschen an. Und jetzt können wir auch schon unseren Kürbis hinzugeben und die Möhren. So. Das Ganze, man riecht schon den Ingwer jetzt und das reicht auch. So, wir geben erstmal die Gemüsebrühe dazu und unsere Kokosmilch. Und den Orangensaft. So. Jetzt kommen auch die Gewürze dazu. Curry. Chili. Wie gesagt, sehr scharf. Wer es nicht so scharf mag, der nimmt bitte nur die Hälfte. Und jetzt hier noch Sambal Oleg. Ach, herrlich. So. Und jetzt pfeffer ich noch mal ein bisschen. Da muss ich nicht übertreiben hier, denn Bums ist natürlich jetzt schon genug drin. Aber ein bisschen Salz kann auch nicht schaden. Wo die Brühe schon ein bisschen salzig ist, also auch da eher vorsichtig salzen. Und das war's. So, und jetzt können wir noch mal umrühren. Und könnte jetzt hier auch auf Stopp gehen, aber wir können auch gleich auf Garen unter Druck. Das heißt, wir machen jetzt zu und schließen den Deckel und bestätigen jetzt einfach Garen unter Druck. Ja, ne? Und jetzt seht ihr hier, das sind jetzt Minuten, das ist mal ein bisschen verwirrend. Hier finde ich, ne, das sind Minuten jetzt schon, also 20 Minuten nehmen wir für den Kürbis. Und das reicht auch und dann machen wir weiter. Auf geht's. Sofortiger Start. Und los geht's. Und jetzt kommt die Aufheizphase und die Maschine meldet sich dann wieder, wenn sie soweit ist und tatsächlich unter Druck gart. So, ihr seht jetzt, die Kupfermilch ist jetzt umgesprungen. Die Aufheizphase, also die Phase, in der sie jetzt Druck aufbaut, ist abgeschlossen. Und hier sind jetzt meine 20 Minuten, die ich eingestellt habe. Und es ist nochmal Zeit, hier die Küche aufzuräumen, ein bisschen sauber zu machen. So, ihr seht, die Cook4Me dampft ab. Und das ist auch schon ganz ordentlich, also immer schön vorsichtig. Wenn ich sonst nicht vor der Kamera koche, habe ich die immer unter der Abzugshaube. Ja, da kommt also jetzt richtig heißer Dampf raus, also vorsichtig bitte. Damit wir nicht die Finger reinhalten oder irgendwas anderes. Jetzt warten wir mal ab, bis sie fertig ist hier. Damit sie zu Ende gedampft hat. So, fertig. Das heißt, die Kupfermilch hat abgedampft und jetzt können wir mal einen Deckel aufmachen, denn als nächstes wollen wir jetzt hier unsere Suppe pürieren. Ja, hier sagt er also hier Kondenswasserbehälter leeren, da meckert er immer. Na, machen wir gleich. Und jetzt seht ihr hier, ne, unsere Suppe sieht schon sehr lecker aus. Ja, das nächste Schritt, jetzt kommt das Pürieren. Und ich muss jetzt hier natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe jetzt hier nur einen Metallpürierer, also vorne nur Metall, dass ich jetzt hier nicht auf dem Topfboden kratze. Das wollen wir ja nicht, wollen wir nicht den Topf kaputt machen. Also wenn ihr einen Kunststoff habt, ist das besser, aber ich bin jetzt hier vorsichtig, denn ich möchte meinen Topf natürlich nicht kaputt machen. Gucken, ob es geklappt hat. So, wer mag, der kann jetzt noch so ein bisschen Kürbiskernöl oben drüber geben, aber bitte nur ganz, ganz wenig. Es ist wirklich extrem intensiv, ja, dass ihr euch nicht den Geschmack hier komplett verändert. Und jetzt kommt noch so ein bisschen Koriander oben drüber. Wunderbar. Ich habe sie eben schon probiert.
sensationell. Meine Kürbissuppe mit Ingwer. Das Ganze in der scharfen Variante mit Kokosmilch, etwas asiatisch angehaucht. Wundervoll. Müsst ihr unbedingt ausprobieren. Das ist wirklich ein tolles Rezept. Also ich denke, meine Kürbissuppe hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten guten Appetit und bis demnächst bei Koch mal schnell.